Huhu, Leute, ich bin Flasher, willkommen zu Let's Play 4, Perseus Mandate. Wir sind in einer richtig, richtig blöden Situation. Es sieht nämlich so aus, als ob hier wieder Ninjas unterwegs sind. Meine absoluten Lieblingsgegner. Ich hasse die ja. Beim letzten Mal haben wir schon irgendwas auf uns zulaufen, unsichtbar auf uns zulaufen, sind irgendwelche Blitze und sowas. Und die sind jetzt wahrscheinlich im nächsten Raum. Keine Ahnung, was die hier machen, da wir hier gegen Söldner kämpfen und nicht gegen Replikasoldaten. Aber in diesem Spiel haben wir eh schon gemerkt, hier passt sowieso generell nichts. Es sieht eh so aus, als ob dieses Spiel einfach nur irgendwie rausgeschmissen worden ist, ohne sich größere Gedanken darüber zu machen, was man hier überhaupt bringt. Und von daher ist es wahrscheinlich auch kein Problem, einfach Replikasoldaten mit Söldnern zu mischen. Und ja, darum müssen wir uns jetzt hier wahrscheinlich mit Ninjas rumschlagen. Worauf ich absolut keinen Bock habe. Aber was soll man machen, ne? Erstmal werde ich jetzt hier wieder alles klären, bevor ich gucke, was hier abgeht. Wobei hier auch anscheinend nicht zu sein scheint. Super, ey. Super. Superski, ey. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als jetzt hier in diesen Enggängen von allen Seiten von irgendwelchen Arschlöchern angegriffen zu werden. Aber momentan scheint hier nicht viel zu sein. Verdammtes Spiel. Bin froh, wenn ich dich durchgezockt habe. Wobei ich ehrlich sagen muss, so gruselig ist es gar nicht. Und jetzt kam in dem kompletten Kampf, in dem kompletten Gang hier, kam kein einziger Gegner oder was? Ihr verscheißert mich doch. Ich hab doch die Ninjas gesehen. Vor allem, was bringt es mir, jetzt hier rüber wieder zurückzugehen? Was bringt mir das? Ach, Loot. Geil, Loot. Aber eigentlich nur Granaten, aber die kann ich alle gut gebrauchen. Ich komm jetzt wieder zurück? Ja, gut. Okay, also anscheinend war da doch kein... Ja, das bricht doch bestimmt weg, oder? Darum gehe ich da einfach mal nicht drauf. Ja, sag ich doch. war hier doch kein Ninja. Ich habe dem Spiel Unrecht getan, indem ich gesagt habe, das macht keinen Sinn, dass hier Ninjas sind. Aha. Aha. Irgendwas Geiles habe ich da gerade ausgelöst. Boah, der hat ein, der hat die Repetierknarre, gibt's ja nicht. Ich glaube, er ist am Boden. Nee, da glaubst du falsch. Ist das da einer? Nee, ist nur. Ist nichts. Zum Glück gucken die alle in die falsche Richtung. Und ich habe schon wieder geklärt hier. Sehr gut. Ha, das lief jetzt mal richtig gut. Also, jetzt hatten die wirklich gar keine Schnitte. Die sind jetzt hier richtig gut kaputt gegangen. Kaum Verluste auf meiner Seite, außer halt ein bisschen Munition. Aber sonst lief das hier topsen. Boah, ich finde es ja krass, dass ich es hier hoch geschafft habe. Normalerweise, wenn sowas im Weg liegt, verpackt man sich da immer drin. Ich dachte schon, jetzt komme ich die Leiter nicht hoch. Aber es hat alles gut geklappt. Hier wäre auch noch was zum Explodieren gewesen. Aber was soll's, haben wir nicht gebraucht, haben auch zu spät gesehen. Generell in diesem Spiel sieht man irgendwie alle so coole Sachen wie Explosionssachen und so, die man nutzen kann, um Gegner schneller kaputt zu machen oder leichter, sieht man meistens viel zu spät. Hier ist ein Granatwerfer. Aber ehrlich gesagt, habe ich keinen Bock, eine meiner anderen geilen Waffen für einen Granatwerfer wegzulegen. Ich könnte jetzt natürlich die Knarre hier, die ich gerade in der Hand habe, die weglegen, den Granatwerfer alle ballern und wieder zurückkommen. Das Problem ist, wir sind jetzt schon so lange in diesem Level, das Level dauert bestimmt nicht mehr lange und wenn ich erstmal im neuen Level bin, komme ich nämlich nicht mehr zurück. Von daher werde ich den Granatwerfer erstmal liegen lassen und es genau andersrum machen. Wenn ich sehe, da kommt was Fettes, dann werde ich den Granatwerfer, wenn ich zurücklaufe, den Granatwerfer holen. Aber ehrlich gesagt,
haben die Söldnergriff, braucht man den Granatwerfer nur für, eigentlich nur für panzerbrechende Sachen. Und bisher hatten die Söldnerstreitkräfte noch absolut nichts Panzerartiges. Yeah. So, jetzt gehen wir mal durch diesen gruseligen Gang. Ja. Das war cool. Und genau das habe ich gemeint mit, wir kommen eventuell. Ja, und ich habe mich verbuggt. Super, ey, super. Ach, Glück gehabt, ey. Genau das meinte ich mit, wir kommen eventuell nicht mehr an die Waffe. Zum Glück habe ich jetzt nicht diese Waffe liegen gelassen und habe den Granatwerfer genommen. Aber wir sind jetzt anscheinend wieder in einem gruseligen Part. Und jetzt muss ich wieder ultra aufpassen, dass ich nicht hier... Ich gehe wirklich langsam vorwärts und ich habe wirklich Angst vor diesen Scarecrows. Wenn die hier im Wasser sind, dann könnte das sehr, sehr... sehr, sehr erschreckend werden. Ja, toll, da war was drin. Aha. A für Eimer. Das ist die Frage, wo gehen wir lang? Da gehen wir lang. Wow, und diese Leiche hat uns ein ASP-Gewehr gezeigt. Na toll. Das wollen wir aber gar nicht, denn wir haben immer noch genug geilen Scheiß, den wir noch nicht aufgebraucht haben. Das will ich auch erstmal nicht. Ich will meinen geilen Scheiß behalten. Hahaha, denkst du, du kannst mich verarschen, du dumme Sau? Gut, das war ehrlich gesagt nicht geplant. Ich wollte eigentlich nur hier diese Eimer wegschubsen, damit ich das Loch sehen kann. Und dann bin ich zu nah rangegangen. Aber er hat mir keinen Schaden gemacht und ich muss sagen, der geht, wenn man ihn rausholt, ja, geht Sir. Die Scarecrow viel schneller kaputt. Ach, da oben. Zum Glück hat er mich genauso spät gesehen wie ich ihn. Die Scarecrow geht viel schneller und leichter kaputt, wenn man ihn rausholt, als wenn... Wow. Als wenn man... Ziel erfasst. Au. Als wenn man drauf schießt, während der noch in seinem Versteck ist. Ja, das will ich haben. Sehr gut. So. Zum Glück auch jetzt nicht zu viel verloren. Hier wieder was zum Explodieren. So gut versteckt, dass man es wieder erst sieht, wenn der Kampf vorbei ist. Kennen wir ja bereits von diesem Spiel. Ist ja alles nichts Neues. Explodiert das eigentlich auch? Nö. Okay, gut. So. Ja, da war jetzt mal, irgendwie war das jetzt mit den gruseligen Monsterviechern ganz kurz nur. Wir haben eine Leiche rumlaufen sehen und eine Scarecrow und dann kamen jetzt wieder die Söldner. Also ich muss sagen, dieses Spiel ist dann doch eher actionlastig und gar nicht mal so gruselig. Wobei schon ein paar ganz gute Gruselszenen dabei waren, aber jetzt auch nicht nichts, was wir nicht schon irgendwie kennen. Gut, wir haben uns ein paar Mal erschrocken, das war gut. Das war gut gemacht, sagen wir es mal so. Aber... aber sonst... ja, jetzt hänge ich schon wieder fest in diesem... Das muss unbedingt besser programmiert werden hier. Man hängt nur fest in irgendwelcher Scheiße hier. Es ist zwar schön und gut, wenn man hier überall so eine Sachen hat wie Eimer und sonstige Sachen, die man bewegen kann und so, dass es ein bisschen realistischer aussieht und nicht wie die ganz alten Spiele wie Half-Life oder so. Aber, wenn man dann... wenn man dann andauernd hängen bleibt... Obwohl, naja, so viel mehr hält er auch nicht aus, während er in dem Loch ist. Ja, wenn man dann andauernd hängen bleibt, ist das auch irgendwie kacke. Und ich frage mich, warum hier immer so ein Gruselvieh kommt, dann wieder Söldner und dann wieder ein Gruselvieh. Und dass die Söldner nie in diese Scarecrows reinlaufen. Oh.
Der schwarze Rauch, der hat mich gerade echt ein bisschen verwirrt. Aber es sieht schon ganz cool aus, das Feuer. Jetzt nicht super realistisch, aber hat irgendwie was. Hat so einen eigenen Stil. Und ich hänge schon wieder irgendwo fest. Es gibt es nicht. Zum Glück kommt man hier immer irgendwie wieder raus. Das Spiel scheint einen nach einer Zeit, selbst wenn man komplett festhängt, selbst wieder zu entbuggen. Was ganz nett ist, aber sonst... Aha. Müssen wir noch Fahrstuhl fahren. Na, so ein Spaß. Ach, da wäre auch eine Leiter gewesen. Gucken wir doch direkt mal runter, ob da nicht noch irgendwas liegt. Man kann ja nie wissen. Jetzt können wir nämlich vielleicht hier rein. Ne, hier ist aber nichts. Alles klar. Ne, gut, hier ist gar nichts. Dann... Ja, das wäre jetzt die perfekte Stelle gewesen, ein Secret zu verstecken, liebe Entwickler. Wobei, ein bisschen geklaut wäre schon. Es gibt schließlich genug Spiele, wo genau so Sachen versteckt sind. Morrison, Gott sei seiner Seele gnädig, hat gesagt, sie wollten die DNS dieser Alma. Soweit ich sehen kann, hat die Anlage 3 Etagen. Eine für Grundlagenforschung, die nächste darunter ist für die Produktion. Die letzte Etage ist eine Art von Gewölbe, fast wie ein Safe. Gewölbe ist ihr Ziel. Aha, er sagt, dieses Gewölbe ist wie ein Safe und dann dieses Gewölbe ist ihr Ziel. Das heißt, ausgerechnet das Schwierigste, was wie ein Safe gesichert ist, da soll ich hin. Super, kann ich nicht irgendwas Leichtes kriegen? Spasti. So, was haben wir denn hier? Aha. Sillet Bang. So. Pistolen, also ich frage mich, wer jetzt zum jetzigen Zeitpunkt im Spiel... Hä? Ja, noch mit Pistolen rumrennt. Aber es kann natürlich durchaus Leute geben, die alle ihre Munition alle geballert haben und die jetzt keine andere Wahl haben, als auf Pistolen zurückzugreifen. Das ist natürlich durchaus möglich, aber ich wünsche es keinem. So, was haben wir denn da drin? Partikelwaffe, yeah, gerade hatten wir noch 9 Schuss, jetzt haben wir 19. Oh, und es gruselt. Es gruselt. Ja, genau, leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch. Das war mit Sicherheit nicht der Einzige, die kommen normalerweise... Ist der jetzt echt weggekommen? Ich wollte gerade sagen, die kommen normalerweise immer zu dritt. Das heißt, einer fehlt noch. Da ist er. Und die Musik ist aus. Naja, gut. Dann, ganz falsch war das dann ja nicht, dass ich gesagt habe, es kommen Ninjas. Also ganz falsch war es nicht. Es kamen tatsächlich Ninjas. Es war auch tatsächlich so, dass sie zu dritt waren. Aber ob das jetzt Sinn macht, dass die jetzt kamen, wie gesagt, das ist die gleiche Frage wie am Anfang des Videos. Warum jetzt auf einmal wieder Replika-Streitkräfte kommen? Einfach so. Und dass sich gerade, wie gesagt, diese Scarecrows und die Söldner so abgewechselt haben, das hinterfrage ich. Ob das sinnvoll ist. Beziehungsweise sinnvoll, um dem Spieler Angst zu machen und um den Spieler ja schwierige Sachen vor die Flinte zu werfen. Das ja, aber ich meine sinnvoll im Sinne von Reflexbooster. Sinnvoll im Sinne von storytechnisch sinnvoll. Da oben liegt noch irgendwas, oder? Ich weiß es gerade nicht. Nee, das war, glaube ich, nur ein Licht. Da komme ich nämlich auch nicht hin. Von daher gehen wir jetzt weiter. Ja, das waren die Ninjas. Alle, die noch nicht kannten. Jetzt kennt ihr sie. Wobei ich, glaube ich, gegen die Ninjas auch schon mal am Anfang des Let's Plays gekämpft habe. Ich glaube, ganz am Anfang, wo man noch zu dritt rumrennt, da kam ich auch einmal in einem Raum, wo diese Ninjas waren. Direkt ganz zu Anfang. Aber für die Leute, die jetzt erst eingeschaltet haben. Das waren meine Lieblingsgegner, die Ninjas. Und der hat mich jetzt wieder ein kleines bisschen erschrocken. Was ein bisschen ungeil war.
wodurch ich jetzt wieder mehr verloren habe, als ich eigentlich wollte. Und es ist immer noch Mucke an. Das heißt, hier ist noch was. Ziel betritt das Gebiet. Hab dich gesehen. Ja, toll. Hätte der sich jetzt nicht geduckt, könnte ich auch drauf schießen. Scheiße, falsche Granate ausgewählt. Hehe, den hat's erwischt. Aber das war noch nicht alles. Da sind nämlich noch zwei. Der eine hat mich auch erwischt. Ich hab Sichtkontakt. Ach, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Wir können ihn nicht aufhalten. Das könnt ihr tatsächlich nicht. Der lebt auch noch. Mensch. Wie weit muss ich denn hier laufen, um aus der spannenden Mucke rauszukommen? Ach so weit. Das war's. Das ist doch schön. So. Dann gucken wir uns jetzt erstmal wieder in Ruhe um. Wir haben nämlich jetzt auch wieder ein kleines bisschen kassiert. Zum Glück nicht zu viel. Das ging eigentlich noch. Den einen, den ich hier erschossen habe. Das war das, dem ich die Granate vor die Flinte geworfen habe. Der hatte das anscheinend überlebt. Was schon ein bisschen komisch war, dass er das überlebt hat. Aber er hat's getan. Aber eigentlich meine ich hier genug Armor und so gesehen zu haben, dass wir uns hier wieder komplett aufheilen können. Ich vermisse hier zwar gerade irgendwie die Health Packs, aber ja, irgendwie Health Packer gab es hier nicht. Zweimal Armor, aber keine Lebenspunkte. Das finde ich ein bisschen komisch. War hier, doch, hier war was. Sehr gut, und dann sind wir da wieder voll und können weiter. Ja, dann war's das. Das war jetzt die Action-Szene hier. Wir haben sie überstanden. Sehr schön. Und dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch haben. Aha, aha, aha. Wenn jetzt wieder irgendwas Gruseliges kommt, dann hinterfrage ich hier wirklich alles, was sich die Entwickler hier gedacht haben. Was das dann soll. Weil dann macht es wirklich überhaupt gar keinen Sinn mehr. Es sei denn, die Gegner haben sich alle gegenseitig abgesprochen und haben gesagt, so, jetzt kommen wir dran hier, diesen Raum kriegen wir, den kriegt ihr. Denn es waren definitiv zwischendurch Räume, wo sowohl davor, vor dem Raum, als auch hinter dem Raum jeweils eine Scarecrow war und man sich fragen muss, wie sind die Söldner dann da hingekommen? Die sind bestimmt nicht einfach rübergehopst. Naja, oder die waren da schon im Raum und die Scarecrows kamen später dazu oder irgendwie so ein Scheiß, aber da müssen wir bestimmt rein. Tatsache, müssen wir. Na, was für ein Spaß. Ach ja, rutscht noch weg, danke. Erstmal wieder neu aufladen. Ich weiß, ihr seht gerade nichts. Ich auch nicht. Dann gehen wir mal rein hier in die gute Stube. Ja, und los. Aber erst nochmal laden, so. Ich will ja hier auch nicht irgendwie überrascht werden. Achso, ich dachte schon, warum geht jetzt einfach meine Lampe aus, ey? Intervall 07, Beseitigung, Klon-Unlatch. Situation. Das war übrigens Englisch. Sie sind in die schon seit langem aufgegebene ATC-Klonanlage eingedrungen. Auf dem Gelände dürften sich bereits feindliche Streitkräfte befinden. Die paranormale Aktivität scheint stärker zu werden, während sie tiefer ins Gebäude vordringen. Na klasse. Mission, verfolgen Sie die feindlichen Streitkräfte bis zum Herzen der Anlage und hindern Sie daran, Almas genetische Daten an sich zu bringen. Alles klar, machen wir, Kollege. Und auf einmal kann man hier wieder was sehen. Und wir sind wieder genau da, wo wir reingegangen sind. Hey, wir waren doch gerade schon weitergeklettert. Schweine, ey. Schweine. So. Können wir das kaputt machen hier? Vielleicht ein Secret? Nee. Dann halt nicht. Hier können wir runter. Aha. Nicht viel Spannendes im Lüftungsschacht. Ich muss ehrlich sagen, in 4.1, da gab es ein oder zwei Szenen, wo es gruselig wurde im Lüftungsschacht. Und das hat einen dann so, ja, so verstört, diese Szenen im Lüftungsschacht,
dass man ab jetzt immer denkt, es passiert was im Lüftungsschacht. Man kennt das ja auch genug aus. Ja, danke. Man kennt das ja auch genug aus Horrorfilmen und sonstigen Sachen. Erstmal schalten wir jetzt wieder das Licht an. Naja, man kennt es genug aus Horrorfilmen und so, dass in Lüftungsschächten immer was ist, aber es passiert einfach nichts. Also, sowohl in den anderen Lüftungsschächten im ersten Teil, als auch in Extraction Point, als auch hier in Perseus. Da kann man auch herkommen. Wie geht das denn? Wie kann man denn da herkommen? Ist vielleicht noch ein Secret, wo wir noch hinkommen. Aber es passiert einfach nie was in diesen Lüftungsschächten. Da hat man sich jetzt mittlerweile... Man denkt es halt immer, weil man halt noch verstört ist von den Szenen, die da mal drin waren am Anfang. Naja, ich würde sagen, das ist jetzt hier der perfekte Zeitpunkt für eine Pause. Endlich habe ich es mal geschafft, noch in den Ladebildschirm des neuen Levels zu kommen, bevor ich die Episode beende. Ja, bei meinem Glück hätte ich jetzt wieder kurz bevor ich in den Lüftungsschacht da gegangen wäre, die Episode beendet und dann, ja, dann wisst ihr ja, dann wäre ich 2 Meter gegangen und dann wäre das Level zu Ende gewesen. Aber heute mal nicht. Wir sind jetzt, wie gesagt, in der ATC-Klonanlage und, ja, da werden wir dann beim nächsten Mal weitermachen. Ich bin schon gespannt, was uns hier erwartet. Wenigstens nicht mehr dieses doofe Bergwerk, wo wir uns jeden Meter in irgendeinem Werkzeug fest verbuggen. Von daher sage ich, ja, ich bin schon echt gespannt auf dieses Level. Ich sag jetzt Tschüss und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Leute.